die Ergebnisse und die Trainings wie die Vorbereitungsspiele sind sehr gut verlaufen. Wir werden Woche für Woche stärker und dementsprechend finde ich, dass die 6 Wochen ausreichend sind. Wir haben natürlich schon einige neue Spieler, wir haben einige Spieler auch abgegeben, die natürlich qualitativ schon sehr, sehr gut waren. Bis jetzt haben wir das, denke ich, vernünftig ersetzt, aber die müssen sie alle auch einmal integrieren, einmal in die Mannschaft reinkommen. Und ja, dann werden wir sehen, was rauskommt. Aber natürlich wollen wir wieder ein gutes Wort in der Meisterschaft mitspielen. Wir wollen dort anschließen, wo wir wieder aufgehört haben. Das haben wir auch schon vor einem Jahr gesagt oder vor einem halben Jahr, wie ich gekommen bin. Und dementsprechend hat natürlich ein bisschen Umbruch stattgefunden. Wir haben im Jänner 3 Stammspieler verloren, jetzt wieder 4. Und ja, wir sind aber ganz glücklich mit unseren 9. Dass wir einen Sean Weißmann ersetzen, ist natürlich unheimlich schwer, wenn einer 30 Tore in der Liga schießt. Ob das wir sind oder noch viel, viel bessere Mannschaften, wenn du so einen Abgang hast, ist das extrem schwer. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir in den eigenen Reihen auch noch gute Stürmer. Wir haben im Dejan Jovelic jetzt einen Stürmer geholt, der sicher auch richtig gute Qualität hat. Aber das muss ich natürlich alles noch finden und ich hoffe natürlich am Ende, dass ich ein, zwei Abnehmer finde für meine Bälle und ich hoffe, dass ich die dann auch gut spielen kann. Am besten so viele Spiele wie möglich. Und da werden vielleicht die ersten Meisterschaftsrunden auch noch notwendig sein, dass wir einfach wieder sehr homogen auftreten können. Ja, in meinem Alter macht man sich jetzt nicht mehr unbedingt den Druck, dass ich da so jetzt irgendwelche Duftmarken setzen muss. Klar ist es so, dass ich, wie vorher erwähnt, auch nicht nur mannschaftlich, sondern auch persönlich nach dem Maximum strebe. Und ja, ist natürlich schon eine große Zahl gewesen an Assists, was ich geliefert habe letztes Jahr. Ich versuche es natürlich wieder zu erreichen und ich hoffe, dass das gelingt mir auch wieder. Wenn es jetzt nicht gelingt, dann bricht die Welt jetzt nicht zusammen. Aber es ist schon so, dass ich denke, die Qualität habe ich nach wie vor, dass ich auch dieses Jahr viele Assists liefern kann. Wie viele es am Ende werden, werden wir sehen. Entscheidend ist dann, eine Floskel, aber entscheidend ist trotzdem, was die Mannschaft dann erreicht. Und deswegen schauen wir mal, was passiert. Wir haben ja auch schon Stürmer im Kader gehabt von letzter Saison. Der Schmerberg-Mark, der Jaco Dieng und der Marcel Holzer. Und die machen das eigentlich ganz gut bis jetzt. Ja, wäre jetzt ja vermessen, wenn wir sagen würden, wir wären froh, wenn wir nicht absteigen oder so irgendwas. Also klar ist, dass wir die letzten 2 Jahre natürlich sehr, sehr gute Ergebnisse geliefert haben. Dementsprechend war auch die Tabellensituation die letzten 2 Jahre. Ja, und gibt es eigentlich nicht wirklich einen Grund zu sagen, dass man daran irgendwas verändern sollte. Ich denke, wir haben schon das Potenzial wieder, dass wir in die Meistergruppe kommen. Wir haben dort auch, wenn wir das schaffen, auch das Potenzial wieder irgendwie um die internationalen Startplätze mitzuspielen. Und das muss in erster Linie wieder das Ziel sein. Natürlich sind wir ein kleinerer Verein, auch wenn die letzten 2 Jahre sehr, sehr erfolgreich waren. Aber nichtsdestotrotz muss man immer schauen, dass man das Maximum erreicht. Und oberstes Ziel ist natürlich schon einmal in erster Linie in die Meistergruppe zu kommen. Dass es so weitergeht wie bis jetzt. Und nach oben hin gibt es ja keine Grenzen.